Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2023. Rennen 13 von 23 steht bevor. Belgien, Spa-Francorchamps. Wir schauen erstmal in den Posteingang. Ergebnisse der Untersuchung. Seitenkästen, Unterboden und eine Aufhängung brauchen wir neu. Das heißt, wir haben gleich wieder was herzustellen. Wunderbar. F2-Fahrertalent, wen haben wir denn da? 68, wie alt ist der? Nee, den brauchen wir nicht. Ergebnisse des Hauptrenns. Ja, F1, F3, das interessiert mich halt auch so gar nicht, muss ich sagen. So, Scouting von Karel Loos abgeschlossen. Und da sehen wir, ne, der ist in den falschen Sachen gut. Garo-Ring-Vorbereitung. Was? Das war doch niemals eine neue Nachricht, oder? Das heißt, wir schauen erstmal ins Scouting rein. Ach, bei den Renningenieuren. Nee, das stimmt nicht. Da sind wir gerade dabei, detailliert zu scouten, ne? Jörn Becker, ganz genau. Und dazu müssen wir uns jetzt noch einen zweiten aussuchen. Wer ist denn? Pierre Amelon. Zu welchem Fahrer gehörst du? Zu Nyck de Vries, okay. Der war 87, 82, ne, würde mich ja schon interessieren. Aber Matthias Bini ist mit Yuki Tsunoda unterwegs und der hat 82, 86. Dann nehmen wir ihn einfach mit, würde ich sagen. Hoffen, dass er nicht zu teuer ist. Pierre Amelin 87, 82 ist natürlich richtig cool eigentlich. Eine 80er Kommunikation, den würde ich glaube ich eigentlich lieber nehmen. Aber wir brauchen die Kommunikation ja nicht. Ja, wenn er sich mit Yuki schon versteht, ne? Und Yuki wollen wir auf jeden Fall verpflichten. Das heißt, hier gehen wir mal ins detaillierte Scouting rein, auf jeden Fall. Also einer von den beiden AlphaTauri-Ingenieuren wird so werden, entweder Pierre Amelin oder Matthias Bini. Pierre werden wir wahrscheinlich auch noch ausführlich scouten. Und mal gucken, wie viel Geld er einfach haben möchte. Na, das wäre dann vielleicht ganz interessant. Wissen wir schon, wie viel... Oh, können wir mit Yuki Tsunoda uns unterhalten über einen Vertrag? Was bekommt denn der? Der bekommt 1,2. Da steigen wir mit 1,5 ein. Würden seinen Ingenieur mitnehmen, ne? Vor der Vertragsverhandlung werde ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz speichern, weil das ist ja manchmal so ein bisschen, nee, komisch. So, dann... Ja, 1,2 geben wir ihm, okay. Oh, wo setzen wir ihn denn hin? In Auto 1, ne? Er soll Alex ersetzen.
Wir geben ihm einen langen Vertrag. Nächste Saison. Dann ist es auch deutlich billiger. Na, da haben wir keine Buyout-Gebühr. Die fällt weg. Die Kosten für den Vertragsbruch, also von 2,5. Da gehen wir runter auf 1,5, eine Million gespart einfach. So, und den Lohn heben wir, genau, einfach auf 1,5 an. Wir geben ihm 150.000 Einstellungsbonus einfach. Es kostet uns ja quasi nichts. Dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Na, Auto 1 bei uns ist natürlich geil für ihn. Ich hoffe, er hat da Bock drauf. Auch wenn wir jetzt so nicht das geilste Team sind, Vertrag abgelehnt. Er möchte mehr Geld haben. Boah. Gierig. Naja, er sagt uns aber auch nicht, was er gerne hätte. Das finde ich so ein bisschen problematisch. Bieten ihm einfach mal 2 Millionen an. Na, mit einem anderen ist er einverstanden, nur mit dem Gehalt nicht. Er sagt uns immer noch nicht, ne, das meine ich halt, das ist halt absolut dumm. Warum sagt er uns nicht einfach, was er sich so vorstellt ungefähr? Na, er bekommt jetzt 1,2 Millionen und will bei uns jetzt das Doppelte haben oder was? Wir geben ihm 2,4. Ich weiß nicht, warum hier immer diese 2000 noch dabei sind. Will er immer noch nicht. Ich verstehe das halt gar nicht, warum das so schwierig ist, uns zu sagen, was er möchte. So, 3 Millionen, letzter Preis. Ja, abgelehnt. Von 1,2 auf 3 Millionen möchte er halt nicht. Und jetzt hat er keinen Bock mehr auf uns, ne? Ja, das ist halt der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, lade ich einfach nochmal. Weil kann ja nicht sein, dass er jetzt hier irgendwie... Also dieses Verhandlungs-Ding ist halt einfach schlecht gemacht, ne? Hier kann ich mir das vorherige Angebot nochmal angucken, aber ich guck mal, ob ich da Feedback bekomme irgendwie. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal in schön, ne? Also langer Vertrag auf jeden Fall in der nächsten Saison und wir steigen einfach mal so mit 3,75 oder sowas ein. Dann gucken wir mal, ob ihm das vielleicht schon reicht. Will er vielleicht einen Einstellungsbonus haben? Wir gucken mal. Ah, das Gehalt reicht ihm tatsächlich nicht. Ja, der Rest scheint okay zu sein. Also geben wir ihm die 4 Millionen. Da hat er Bock drauf. Und dann haben wir einen wunderbaren Yuki Tsunoda nächste Saison bei uns im Team. Ich hoffe, er entwickelt sich bis dahin noch ein bisschen. Das wäre ganz toll. Also, dann gucken wir mal, was bekommt denn Alex eigentlich? 3 Millionen, ja, und wir zahlen Yuki dann 4 Millionen, okay. Das ist dann halt so.
Achso, ich wollte eigentlich vergleichen, ja. Also Yuki ist in Kurvengeschwindigkeit besser, in Kontrolle viel, viel schlechter. Da müssen wir ihn also dann trainieren, richtig gut. Reibungslosigkeit ist er besser, Anpassung viel, viel schlechter. Abwehr schlechter, Reaktion ein bisschen schlechter, Genauigkeit ist er viel besser. Entwicklungsrate aber hoch. Von daher wird er das, denke ich, aufholen. Ich hoffe, er entwickelt sich jetzt auch noch ein bisschen bei AlphaTauri bis zum Saisonende. So, dann haben wir alle, bis auf die Renningenieure. Die müssen wir dann noch irgendwo herbekommen. So, Autos, wir brauchen Teile. Seitenkästen. Wie viel Geld haben wir? 5,3. Also Unterböden, da haben wir noch richtig viele, das ist gut. Werden wir auch direkt noch einfertigen. So, und hier gibt es eine Aufhängung. Davon haben wir 6. Im Lager nur noch 2. Reicht uns da eine? Na, wir gucken mal, wenn die durch sind in 8 Tagen. Und was wir dann machen. Mit der Mindestlebensdauer sind, also die, unsere Teile sind, glaube ich, ein bisschen zu schwer im Durchschnitt, ne? Zumindest der Frontflügel. Abtrieb hohe Geschwindigkeit ist unser Frontflügel richtig gut eigentlich. Luftwiderstandsreduzierung ist unser Heckflügel richtig gut. Ja, okay. So viel dazu. Also Yuki Tsunoda haben wir für die nächste Saison verpflichtet. Das ist super. Was sagt denn unser Kalender? Was liegt denn alles an bis Spa? Gar nichts. Ja, das ist ja nicht so super viel. Da machen wir einfach mit. Ach so, Einrichtungen. Die Teamzentrale wird noch abgegradet, der Rennsimulator auch. Für alles andere haben wir nicht genug Geld. Okay. Dann würde ich sagen, einfach fortfahren, oder? Achso, naja, wir können die Autos. Den Antriebsstrang. Ich frage mich echt, wann der in die Luft fliegt, der Motor. Können beim Einbau ins Auto kritisch werden, die Schäden. Ich habe keine Ahnung, was genau das bedeutet. Aber ich denke, wir werden so die Limits testen von dem Ding. Na, ob wir die wirklich bis auf 0% runterfahren können, bevor die explodieren, oder ob es da vorher schon irgendwie eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Ding einfach komplett ausfällt. Ich weiß es nicht. Boah, 9% ist halt echt wenig. Das müssen wir genau im Auge behalten. So, fortfahren. Rennvorbereitung, ja. Rennvorschau. Vertrag mit Yuki. Ich sehe, du hast Yuki Tsunoda für dein Team unter Vertrag genommen. Ich kann das verstehen. Er hat eine schwierige Saison und ich nehme an, ihr habt einen guten Vertrag mit ihm ausgehandelt.
Wir alle hier werden ihn vermissen. Achso, das ist der Teamchef von Alpha Tauri. Viel Glück, Franz Tost. Ja, wunderbar. Dann ist ja da alles geklärt. So, wir... nee. Autoteileentwicklung nicht. Aber eine Analyse hätte ich gerne mal. Wie steht's denn? Beschleunigung, Rang 17. Der Rest ist noch okay. So. Wir fahren 44 Runden, ne? Die Runden sind ein bisschen länger. Am Samstag gibt es ein Sprintrennen bei Regen. Oha. Okay. Das heißt, wir machen heute den gesamten Freitag, beim nächsten Mal den gesamten Samstag. Und Sonntag gibt es dann das Rennen. Ja, zwei DRS-Zonen. Für DRS-Zone 1 ist der Messpunkt halt super früh, ne, bevor man hier in Radillon Rouge im Prinzip hochgeht und ist dann aber erst am Ende der Camel Straight. Wird dann der Flügel erst flach geschaltet. Es geht nur um schnelle Kurven. Das ist super. Beschleunigung empfohlen, da sind wir halt kacke. Einstoppstrategie, Soft, Medium möglich. Soft, Medium, Soft... wahrscheinlicher, würde ich denken. Oder halt ein Medium Hard. Da schauen wir mal. So, Leistungsvorgaben. Qualifying Rang. Wir sollen beide Fahrer in die Top 15 bringen. Was kann ich denn da noch an Garantien liefern? Eigentlich nur, dass beide Fahrer ins Q2 kommen. Zielplatzierung. Beide Fahrer in die Top 15. Eine schnellste Runde kann ich nicht machen. Glückssträhne Zielplatzierung. Ach, wieder niedrig hier alles, ne? Ein Fahrer in die Top 15, viermal hintereinander. So, Qualifying-Rang. Beide Fahrer in die Top 15, fünfmal hintereinander. Wie ist denn das? Ist es hier? Ja, es ist das gleiche Geld tatsächlich, das man hier bekommt. Aber ich würde natürlich... gerne beide Glückssträhnen hier ein bisschen höher setzen. Was würde ich dann bekommen? Ein Fahrer, fünfmal. Ja, es wären nur 200.000. Okay, das passt. Damit kommen wir, glaube ich, klar. So, das heißt, wir bekommen dann irgendwann vielleicht wieder ein bisschen Geld. Müssen wir mal schauen. So, dann dürften wir eigentlich soweit sein. Ich werfe nochmal einen Blick in den Kalender. Vorstandsüberprüfung steht an. Ach, und da ist der Monat auch schon zu Ende. Das heißt, dann bekommen wir auf jeden Fall wieder Geld. Und dann gucken wir mal, was wir mit diesem wunderbaren Geld anfangen. Kann ich eigentlich beim Personal irgendwo sehen? Ah ja, nächste Saison sehe ich hier schon Dan Fellows, Dirk de Beer. Renningenieure habe ich noch nicht ausgetauscht. Den Sportdirektor haben wir direkt ausgetauscht am Anfang. Wir können hier nochmal reingucken. Ah, da können wir jetzt nichts mehr ändern. Na, da hätten wir vorher noch ein bisschen mehr Training machen können. Tatsächlich. Ja, wird schon passen. So, jetzt wirklich hier Rennwochenende bitte. Danke. Ich freue mich auf Spa. Ich hoffe, es wird gut für uns. Dieses Wochenende sind wir in Belgien, in der wunderschönen Provinz Lüttich. Kurz vor der Saisonhälfte ist im Titelrennen alles offen. Können die Teams vor der Sommerpause nochmal zuschlagen oder hoffen sie auf einen Reset danach? Spa-Francorchamps muss man wohl nicht mehr vorstellen. Von der Kurvenkombination Rouge-Radion bis hin zur rasenschnellen Puron. Es warten knapp über 7 Kilometer wundervolle Rennstrecke, soweit das Auge reicht. Mitten in der belgischen Natur. Dieses Wochenende wird etwas anders verlaufen, da die Fahrer und das Publikum zusätzlich ein spannendes Sprintrennen erwartet.
Bleiben Sie dran, das Wochenende geht erst los. Ja, dann dürfen wir wohl gespannt sein. So, wir gucken gleich mal, was wir mit den Reifen tun. Fürs Sprintrennen brauchen wir dann auf jeden Fall einmal Mediums, denke ich, ne? Sind wir beim Sprintrennen in der Reifenwahl frei? Es sieht beinahe ein bisschen danach aus. So, wir müssen irgendwie 44 Runden schaffen. Das sind schon mal 21 Runden, die wir hier auf den Softs hinlegen können. Also Soft Medium würde wahrscheinlich reichen. Das sind 28 Runden, 30 sogar. Ja, 52 Runden können wir auf Soft Medium fahren, also ich weiß nicht, ob wir hier unbedingt irgendwelchen Quatsch machen müssen. So, wir fahren einmal Medium, einmal Hard im Training. 44 Runden. Ach so, und da müssen wir natürlich jetzt einen guten. Was? Moment. Doch, 44 Runden. Ein gutes Setup sofort finden eigentlich. Wir haben ganz viele schnelle Kurven, ne? Da würde ich eigentlich sagen, einen höheren Heckflügel, aber ja, ist jetzt halt die Abwägung, ne? Machen wir lieber auf den Geraden richtig Druck oder in den schnellen Kurven. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde denken, Stabilisatoren kommen in diese Richtung auf jeden Fall. Ja, ein bisschen mehr Kurvenfahrt. Die Nachspur. Würde ich eher in diese Richtung ziehen. So, Heckflügel, Frontflügel wird jetzt aber eine interessante Nummer, ne? Wollen wir flachen Heckflügel fahren? Oder nicht? Vielleicht lasse ich die einfach mal so in der Mitte. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, vielleicht machen wir das mal so. Und hoffen, dass uns hier nicht sofort alles explodiert auch. Das wäre ganz toll. Das ist auf jeden Fall viel zu viel Sprit. Das wissen wir schon mal. So, Stabilisatoren, Radsturz würde ich sagen hoch. Hier gehen wir ein bisschen niedrig, den Rest lassen wir so. Ja, dann würde ich einmal speichern, ne, falls uns hier irgendwas explodiert. Vorm Sprintrennen wäre das jetzt halt wirklich dumm. Da würde ich dann wirklich nochmal laden. So, wir werfen einen kurzen Blick auf das Wetter. Heute bleibt es trocken, wunderbar. Wir schicken unsere Jungs los. Und ich hole euch mit dazu, wenn hier irgendwas Spannendes passieren sollte. So, da haben wir hier, Joe kommt in Kurve 4 von der Linie ab. Sehen wir uns die Wiederholung an. Gut, das war also die vierte Kurve. Nur ein bisschen zu weit raus an dieser Stelle. Und man kann das mit diesen Fahrzeugen wirklich nicht so oft tun. Kleinigkeiten, würde ich sagen. So, wir sind ja auch bald zu weit, hoffe ich. Und dann schauen wir mal, wie schlimm das Setup jetzt wirklich ist. Oder ob wir vielleicht was ganz Gutes getroffen haben. Feedback from you. Yeah, it was a bit sketchy. Hey, fam. Bisschen seltsam, ja. 34%, oh Gott. Okay, 34% ist natürlich alles andere als gut. Wir holen den guten Mann mal rein. Theo kriegt auch irgendwie seine Reifen gar nicht warm.
Warum auch immer. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das Setup hier repariert bekommen. Bei 34% natürlich alles andere als das ist, was ich haben möchte. Why is the PU so low? Ah, schwerer Motorverschleiß, bla bla. Box. So, Alban fährt in die Box, Theo fährt noch eine Runde. Da sollte er dann aber auch fertig werden mit dem Setup-Test. So, ich bin gespannt, was das jetzt hergibt. Okay, wir brauchen viel mehr, weniger Heckflügel. Frontflügel würde ich eher auch ein bisschen weniger geben. Mal vielleicht hier so ein bisschen Richtung Rand. Sind wir beim Heckflügel mutig? Achso, dann komme ich da oben natürlich auch auf den anderen Rand, ne? Bremsstabilität würde ich direkt so lassen, denke ich. Ja, okay, da habe ich auch nicht viel Einfluss. Bei der Kurvengeschwindigkeit. Achso, ah, Traktion muss ich natürlich auch irgendwie ändern. Na, dann müssen wir hier. Also, ich denke, das ist schon eigentlich die richtige Seite hier. 3,7. Wir probieren mal so ein bisschen 4,6. Und dann ballern wir die Bremsstabilität hier. Kommen wir da so ein bisschen von unten vielleicht? Ja, das könnte funktionieren, oder? Kurvengeschwindigkeit lassen wir so. Die Flügel, da würde ich ja direkt noch einen Klick runtergehen hier irgendwie. Oder... Okay, wenn ich den Radsturz runternehme. Naja, dann versuchen wir mal den Radsturz runterzunehmen und wandern hier einfach zur anderen Seite rein. Ja, wir lassen das mal so. Eine Nachspur würde ich eigentlich hier an den Rand ziehen wollen, aber wir lassen das mal so ungefähr. Heckflügel 10, ja, wird bestimmt passen, ne? Wenn ich den noch weiter rausziehe, dann müsste ich auch den Frontflügel wieder runternehmen. Irgendwie so sind wir hier schön am Rand, das sollte erstmal passen. Stabilisator weiß ich gar nicht, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich den halt komplett falsch eingestellt habe. Mit dem hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen vielleicht. Ja, weiß man nicht. Wir machen das einfach mal so. Achso, was habe ich denn jetzt für Werte genommen? Das wird ja vielleicht für Theo gleich interessant, ne? Oder nur zum Abgleichen. 3,10, 4,6, 3,40, 0,6. Als Sprintrennen, ne? Absolut belastend. Weil man dann natürlich immer so ein bisschen raten muss, wo es hingeht. Aber man kann es ja dann nochmal ändern. Von daher... ist das vielleicht gar nicht so schlimm. So, dann warten wir, dass Theo hier reinkommt. Das sollte jetzt auch gleich der Fall sein, hoffe ich. Okay with the car? 33 auch, ja. Copy that. Das heißt, sie wollen wieder ein sehr ähnliches Setup haben. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine Boxeneinfahrt ist da vor der Schikane. Naja, vor der Schikane stimmt nicht. Aber in der Schikane einfach geradeaus fahren. Da ist die Boxeneinfahrt. Stop in.
engine box on max, all revs and engine off. Also, dann gucken wir mal, ob das hier genauso schlimm aussieht. Oder ob die Balken hier ein bisschen freundlicher sind. Hier gehe ich noch ein bisschen rein. Den Heckflügel wollen wir hier irgendwie runter bewegen, ne? Jetzt muss ich hier, boah, das ist aber sehr weit drin. Das ist wirklich sehr weit drin. Na, Nachspur bewegen wir mal in diese Richtung. Dann sind wir hier beim Flügel. Ziemlich genau auf der Kante. Also ich könnte den wahrscheinlich ein bisschen höher lassen. Wie sieht es da mit dem Frontflügel aus? Dann nehmen wir den Frontflügel hier noch einen Klick hoch irgendwie. Ja, nehmen wir auf 3. Das gefällt mir wahrscheinlich besser. Ja, Traktion, also ich denke eigentlich, es müsste über 5,5 sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt 3,7,4,6 ist, aber der Balken geht halt so ewig weit nach links. Deswegen nehme ich da jetzt einfach das Niedrigere. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein cooles Setup wird oder nicht. Also es könnte sein, dass wir das Qualifying gleich mit einem echt grottigen Setup fahren. Ich bin gespannt. Ja, ich schicke die Jungs wieder raus, ne? Und wenn was passiert, wisst ihr Bescheid. So, eine gelbe Flagge gab es gerade. Ich dachte, da ist gar nichts passiert. Das war jetzt sehr viel später. Aber er kommt in Kurve 7 von der Linie ab, Alonso. Jetzt nehmen wir hier Kurve 6. Das schmälert seine Chancen noch mehr. Vielleicht ein kleiner Kampf mit dem Wagen? Ja, das war's dann auch schon. Die Jungs brauchen noch ein bisschen. Lance Stroll macht es Alonso einfach mal nach. Interessant. Das sind 2 Minuten später jetzt. So, Stroll ist hier involviert. Oh, und Sie müssen auf die Streckenbegrenzung achten. Vielleicht kurz nicht konzentriert gewesen. Angezeigt war dieselbe Kurve, aber es war dann eine Kurve später tatsächlich bei Lance Stroll. So, wir schauen mal, ne? Die meckern über ihre kalten Reifen so ein bisschen, aber das interessiert uns eigentlich 86%. Ich glaube, da hole ich. Ja, da hole ich ihn direkt mal rein. Und dann können wir uns das Ganze mal angucken. Er ist ja auch gleich an der Box. Der Theo wird auf jeden Fall noch eine Runde fahren wollen. Box. Limiter on. We'll put you back in the garage. Also, dann kann er da nochmal irgendwie 7 Minuten fahren, ne? Das reicht nochmal für einen Feedbackpunkt oder so. Bremsstabilität ist noch nicht gut. Der Rest ist eigentlich okay. Bremsstabilität ist die Nachspur. Die wollen wir dann wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen runterziehen in diese Richtung. Tja, was machen wir mit der Kurvengeschwindigkeit? Die müssen wir irgendwie noch einen Tick hoch, denke ich. Ach, ich wünschte, der Frontflügel würde sich hier ein bisschen ändern.
Ich denke, den müssen wir noch ein bisschen flacher machen, oder? Ja, der Heckflügel scheint so richtig eingestellt zu sein. Auch versuchen, das in diese Richtung zu ziehen eher. Ich tendiere eher zu dieser Richtung tatsächlich. Weil wir dann die Bremsstabilität schon mal in die richtige Richtung drücken. Die Kurvengeschwindigkeit ist, glaube ich, ein bisschen zu weit raus dann. Ja, das sieht eher so richtig aus. Ja, wir versuchen das mal. Vielleicht ist das ja ganz cool. Aber die Traktion scheint so richtig zu sein, auf jeden Fall. Nur die Nachspur halt nicht. So, wir gucken mal, was Theo so treibt. Sollte jetzt eigentlich jeden Augenblick fertig werden. Wird ein bisschen von einem Ferrari verfolgt. Ja, hier ist die Boxeneinfahrt. Mann, Theo, mach fertig, Junge. Okay, Theo fährt dann scheinbar durch. Naja, könnte er nochmal 4 Minuten rausfahren oder so. Also wir passen es bei ihm auch mal ein bisschen an. Dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Na, ich hole ihn dann rein, ne? Und wenn er drin ist, dann seid ihr wieder mit dabei, denke ich. Und so, Theo kommt jetzt gerade in die Boxengasse gefahren. Wird dann so bei 4 Minuten, knapp unter 4 Minuten nochmal rausfahren. Aber da müssen wir halt nach dem Qualifying gucken, ne? Was das Setup gebracht hat, ob es das verbessert hat oder nicht. Das sieht ganz ähnlich aus, tatsächlich. Getriebe bei 6%, also da haben wir jetzt schon 3% eingebüßt auf jeden Fall. So, Kurvengeschwindigkeit. Da müssen wir hier ein bisschen runter auf jeden Fall. Das ist natürlich das Problem, wenn ich die Nachspur jetzt auch runternehme. Ja, wir versuchen das mal so. Das könnte ja hinhauen. Na, da sind wir überall so ein bisschen weg auf jeden Fall. Bei der Kurvengeschwindigkeit einen kleinen Tick mehr. Mal die Nachspur noch. Achso, ich gucke auf den falschen Dings. Das wird schon so passen. Wir machen das mal so. Und das wird dann auch unser Qualifying Setup sein. Yay, blind. Checkered flag. Checkered flag. So, Zielflagge ist da. Und wir müssen mal gucken. Theo hat uns nicht, doch einen Punkt Feedback hat er uns eingefahren. Sehr gut. Das gibt einen wichtigen Anhaltspunkt, denke ich. Ja, langsam waren wir. Freude. Aber die Wagen sind ja auch komplett kaputt. So, Fahrervorbereitung. Ja, schlecht, ne? Wegen der Setup-Zufriedenheit auch.
Aber das kann mal passieren. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu schlecht für unsere Zeiten. Willkommen beim Qualifying. Mal sehen, wer sich eine gute Startposition für den Sprint ergattert. Wie üblich haben die Fahrer drei Qualifyings, um ihren Startplatz zu bestimmen. Allerdings geht es heute um die Startaufstellung für den kommenden Sprint. Wie denkst du, dass sich Lando Norris vor Beginn dieser Qualifying-Session gerade fühlt? Die Rundenzeiten im Training zeugen von einem Mangel an Tempo. Der Fahrer schien sich mit dem Setup nie ganz wohl zu fühlen. Für das Qualifying muss er etwas Neues ausprobieren, um über Q1 hinauszukommen. Und jetzt kann es weitergehen. Ja, das Problem kennen wir definitiv. So, Softs natürlich. Wir schauen mal. Ja, wir haben dreimal Softs zur Verfügung fürs Qualifying, das sollte passen. Kurvengeschwindigkeit ist gut. Das heißt, wir wollen den Radsturz im Prinzip wirklich in die, zur anderen Seite ziehen, ne? Ja, hier hin. So, wie ist denn das dann mit der Nachspur? Die ballern wir ein bisschen hoch. Und den Rest lassen wir dann so. Ne, warte mal, hier war die Bremsstabilität aber gut vorher, ne? Das heißt, wir müssen den Radsturz hier so ein bisschen ranbringen wahrscheinlich. Und hier drüber können wir gar nichts sagen. Ich meine, ich könnte jetzt zurücksetzen. Wir merken uns mal, Kurvengeschwindigkeit rechts ist hier gut von dem Dings. Ja, genau so ist es. So, das heißt, wir wollen hier nach links. Dann ist das halt unser Setup, das wir versuchen. Also Radsturz bei 3,30, Nachspur furchtbar niedrig. Autoteile austauschen, ganz wichtig. Oh, das Getriebe, ja, ja, dem geht's gut. Dem Getriebe geht es nicht so gut. Das hat tatsächlich 4% über die Session eingebüßt. Die Sprintrennen sind wirklich viel zu stressig. So, die Bremsstabilität ist hier rechts auf großartig. Und hier ist er auch auf großartig, das heißt, die wollen wir hier in diese Richtung eher bewegen.
So, hier gehen wir auch auf 3,30 runter. Ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Machen wir 3,35, damit wir hier oben nicht so super weit wegkommen. Ja, wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. Ich meine, wie schlimm kann es werden? Und dann gehen wir ins Qualifying. Wir schauen uns erstmal die Strecke an, alles cool. Und dann warten wir, bis hier irgendjemand, ja, halbwegs Langsames rausfährt. Hamilton, Alonso, beide eher schnell. Ocon auch ein bisschen schnell. De Vries, Löchchen. Oh, der ist hier direkt vor uns. Dann verfolgen wir ihn mal. Und hoffen, dass wir hier trotz geringem Vertrauen in den Wagen eine halbwegs akzeptable Zeit hinbrettern. Ich meine, inzwischen sollten wir so bei über 90% Setup-Vertrauen angekommen sein eigentlich. Das müssen die Jungs nur noch rausfinden, dass sich das hier richtig, richtig gut anfühlt. So, Startziel haben wir gerade überquert. Hier geht's schön bergab, ne? Und dann geht's hier bergauf in diese wunderbare Kurvenkombination hinein. Theo hängt da ein bisschen hinterher. Albon hängt da ganz gut an De Vries dran, würde ich denken. Hier diese schwierige Kurvenkombination, wo die beiden Aston Martins sich rausgeschossen haben. Ja, rausgeschossen stimmt nicht. Wo sie halt ein bisschen abseits der Strecke gefahren sind. Dann geht es hier schon wieder bergab und da unten wird dann gleich gebremst. Ne? Da muss man dann gute Geschwindigkeit durch diese etwas länger gezogene Kurve hier finden. Und dann gibt es dann nochmal kleine fiese Schlängel-Kurven-Kombination. Und da vorne ist ein McLaren, der uns hoffentlich nicht weiter behindern wird. Da hat er ganz gut Platz gemacht, ne? Kritische Stelle hier auch zum Überholen. Also rein in die Schikane. Theo ist irgendwo da ganz weit hinten gelandet. Aber Alex Albon dürfte deutlich schneller als De Vries gewesen sein. Boah, warum war Theo so langsam unterwegs? Langsamer als De Vries. Das ist nicht gut. Die müssen wir nochmal rausschicken, die Jungs. Ja, das Gute ist, die Strecke ist ziemlich lang, ne? Über 7 Kilometer. Da verteilt sich das hier so ein bisschen der Verkehr. Und wir ziehen nochmal ein paar frische Reifen auf, fahren nochmal raus. Mit irgendjemandem, vielleicht mit einem Piastri oder so. Da ist noch keine Zeit gefahren.
So, setz neue Reifen drauf. Wie sind die? 91% ist eigentlich noch ganz gut. Da ist Piastri. Läuft doch hier. So, da kommt er angefahren. Wir fahren direkt hinterher. Und dann schauen wir mal, ob das eine vernünftige Runde wird. Verstappen auch auf der Outlap? Fragezeichen. Na, wo ist er denn? Da, nee, der ist auf der Inlap. Das ist gut, da macht er von hinten keinen Stress. Und wir fahren jetzt hier gleich mal auf den Flügel von Alex Albon mit. Hinter Oscar Piastri hinterher. Und hoffen, dass er uns nicht zu doll aufhält. So, ich hoffe, Theo wird dahinter uns jetzt nicht gestresst hier von den Autos. Okay, gap head is good. Die haben sich da irgendwie so ein bisschen dazwischen gedrängt, glaube ich. Da ist ein Aston, der hier ein bisschen stresst. Das ist nicht gut. Ja, da kommen wir gut dran vorbei, wunderschön. Hier der Ferrari andererseits zwingt uns da deutlich zum Bremsen. Und Piastri ist irgendwo da hinten am Horizont verschwunden. Na, die DRS-Zone ist hier doch länger, als sie eingezeichnet war, glaube ich, auf der Streckenkarte, ne? So, erster Sektor gelb bei beiden. Das ist ein wichtiger erster Sektor hier auf der Strecke. Besonders Theo müsste hier eigentlich noch was rausholen. Den lasse ich zur Not auch noch ein drittes Mal rausfahren. So, zweiter Sektor grün. Könnte also noch was werden. Irgendjemand hat eine Reifenblockade. Leclerc. Sehen wir uns das genauer an. Gut, wir sind in Kurve 5. Okay. Ach hier, ja, beim Anbremsen, klar. Sehr stark am auf Ende den von der Camry Sie Straight. Einfach nicht viel dagegen unternehmen. Also wir gucken mal, ob Theo sich da irgendwie retten kann auf einem vernünftigen Platz, schneller als Piastri. Vielleicht. Nee, Theo taucht da noch nicht auf. Na, das ist nicht gut. Die schicken wir nochmal raus, die Jungs. Wir bekommen beide nochmal frische Reifen, damit sie es auf jeden Fall ins Q2 schaffen. Was sie dann da für eine Zeit fahren, ist nicht so sehr relevant. Es gibt ja noch das Sprintrennen. Tsunoda kommt in Kurve 7 von der Linie ab zunächst. Hier ist Yuki Tsunoda mit von der Partie. Und da kommt er von der Ideallinie ab. Er muss wirklich vorsichtig sein. So, die bekommen beide frische Reifen. Fahren dann beide nochmal raus und die müssen jetzt eigentlich gleich rausfahren, befürchte ich. 3,44, ah, vielleicht haben wir noch einen ganz kleinen Moment Zeit. Ah, mit Sainz wollen wir nicht unbedingt mitfahren. Fährt Piastri nochmal raus. Ja, tut er. Wunderbar. An den hängen wir uns noch mal hinten dran.
So, da hat sich irgendjemand dazwischen gedrängelt. Einer von den Alpha Tauris. Wer ist denn das? Tsunoda auf der Inlab. De Vries auf der Inlab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt ein bisschen eng. Das ist natürlich schon wieder nicht gut. Ach, wir sind ja auch richtig weit weg hier. So, da hat sich ein Mercedes noch durchgeschlängelt. Hamilton war's. So, und jetzt kommen wir hier gleich zur Schikane. So, Norris fährt da rein. Albon ist direkt hinter Piastri. Wir gucken mal bei Theo. Er hängt ein bisschen hinterher. Ich hoffe, dass er jetzt auf den frischen Reifen und bei freier Strecke was Vernünftiges machen kann. An Hamilton müssen wir halt irgendwo vorbei. Das nervt ein bisschen. Ich hoffe, den kriegen wir hier direkt in der DRS-Zone. Ja, wird knapp. Mann, Hamilton, verzöger mal, damit du uns nicht hinten in der Kurve nervst. Nervt uns aber hier in der Kurvenkombination. Erster Sektor grün bei Theo. Okay, da kommt er ziemlich... Ja, nee, kann er nicht infahren. Da ist Hamilton noch neben ihm scheinbar. Okay, aber wir haben nicht allzu viel Zeit nach vorne verloren, wie es aussieht. Ja, das könnte was werden, das könnte eine Verbesserung werden. Wir müssen 0,5 Sekunden ungefähr rausholen. Schneller als Piastri müssen wir sein. Beide Sektoren grün. Albon wird da vorne wahrscheinlich von Piastri aufgehalten, zu sehr, könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht auch die Dirty Air. Theo macht es ganz gut im Moment. Und Vollgas, komm. Nimm alles mit nochmal. Hat er gemacht. Schneller als Albon gewesen sogar. Also es ist machbar. Wunderbar. So, dann hoffe ich, dass jetzt beide durchkommen. Ja, hinter uns ist alles schon gegessen. Okay, cool. Dann haben wir wieder hier ordentlich Reifen rausgeballert. Haben wir jetzt fürs Q2 halt keine frischen Reifen mehr. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Aber Q2 ist auch in Ordnung. So, wen hat es jetzt rausgehauen? Yuki Tsunoda im Alpha Tauri, der bekommt auch irgendeine Strafe. Vielleicht wegen Teilen. Es wurde jedenfalls sonst nichts gezeigt. Lewis Hamilton hat es nicht geschafft, eine saubere Runde hinzulegen, wie es aussieht. Er ist langsamer als Zhou Guanyu und Valtteri Bottas beide raus und Lando Norris im McLaren auch. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt im Q2 noch machen können. Morgen Starkregen. Ja, spannend. So, Fahrervertrauen ist natürlich gestiegen. Auf jeden Fall bei den Jungs, ne, die haben es vernünftig gelöst. So, aber wir können jetzt leider nicht mit frischen Reifen losfahren. Achso, welche sind denn hier die? Ja, die sind die frischesten. Die aus dem letzten Stint. So, und da hoffe ich, dass jetzt halt die Zeiten dadurch auch besser werden. Dass unser Vertrauen hier, das scheint am Setup zu liegen aber auch, oder? 91%, ja, genau. Das Setup ist angekommen. Die Jungs haben es getestet und für halbwegs gut befunden zumindest. Da müssen wir im Training 2 nochmal was tun, auf jeden Fall, denke ich. Können wir mal reingucken. Ja, die Traktion. Die Traktion ist nicht richtig eingestellt. Hier weiß ich nicht genau, wo wir stellen müssen.
an der Kurvengeschwindigkeit scheinbar. Ne? Bremsstabilität ist okay, also wird es hier der Radsturz sein. So, wir gucken uns die Strecke an, alles cool. Und dann warten wir auf einen Piastri, auf einen De Vries und zur Not auch auf einen Magnussen. Mal sehen, wer sich hier zuerst blicken lässt. Ocon natürlich nicht. Na komm schon. Verstappen ist uns auch ein bisschen zu schnell. Sainz ist uns zu schnell. De Vries fährt raus. Den nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal, wo wir hier landen am Ende. Also wir werden ausscheiden. Die Frage ist nur, sind wir schneller als Piastri und De Vries oder nicht? Und nachher am Rennen, ne, im Sprintrennen wird sich das sowieso alles wieder normalisieren. So, die Strecke ist jetzt schon relativ gut gefüllt. Ach schön, das Wetter ist heute ganz gut. Nicht so wie morgen. Oh, das heißt aber, wir werden auch das Sprintrennen bei Regen fahren eventuell, ne? Oh Gott. Ich ahne ja schon, wer schlimm ist. Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich denke, es gelten jetzt auch Parkvermehr-Regeln. So, dass wir da gar nicht alles am Setup nochmal umstellen können. Oh, jetzt nervt der König rum. Das kostet unnötig Zeit. So, Theo ist nicht zu weit zurückgefallen, aber ich befürchte, das hat uns wirklich ganz schön viel Zeit gekostet, ist aber nicht schlimm. Wir fahren einfach direkt nochmal raus. Oh, Theo ist sogar schneller unterwegs gewesen als Alex. Der ist da besser vorbeigekommen an den McLaren. Ja, es muss ja dann Piastri gewesen sein, ne? Norris ist ja raus. So. Dann lassen wir die Jungs zurück in die Garage fahren. Ziehen nochmal neue, alte Reifen auf. Und genießen hier nochmal die ja, schon untergehende Sonne. Haben wir nicht Ende Juli oder sowas? Warum steht denn die Sonne schon so tief? So, die sind auf 84 nur runter. Das geht echt, ne? Also hier wird mit relativ harten Reifenmischungen gefahren. Magnus, bist du auf einer Outlap? Sieht nicht so... Was macht denn Magnussen? Ach, der ist jetzt auf seiner schnellen Runde.
So, wer fährt jetzt hier nochmal raus? Keiner, befürchte ich, ne? Aber es ist auch keiner auf der Outlap unterwegs. Das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, um hier nochmal rauszufahren, schnell. Auf geht's, Jungs. Oh nee, Theo fährt vorne. Das finde ich nicht so geil. Uns vielleicht wirklich noch mal an Piastri anhängen sollen. So, wir fahren mal hier hinter Theo hinterher. Wir haben hier kaum Chancen durchzukommen, auf jeden Fall ins Q3. Ne? Also wenn wir uns angucken, Gasly, Perez sind hinter uns, sind noch nicht gefahren. Okay, dann werden wir hier direkt aufgehalten. Schaffen es die Jungs nochmal reinzuholen und nochmal rausfahren zu lassen, könnte sehr, sehr knapp werden, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir können es versuchen. Und wenn ich befürchte, das ist schon mal schief gegangen hier. 1,40, ne, das schaffen wir nicht. Sektor 2, zumindest bei Theo Grün. Ja, wir schaffen es nicht nochmal rauszufahren. Zeit zu knapp, also das sind unsere Zeiten jetzt halt. Mal sehen, ob Theo sich nochmal verbessert. Nee. That was a good lap. Absolut go nicht. Go in and box. Copy. Ja, schade. Gut, dann sind wir hier deutlich raus, würde ich behaupten. Na, vielleicht schaffen wir es. Ja, schneller als De Vries und Piastri sollten wir bleiben. Also Startplätze 12 und 13, ja, das womit wir so gerechnet haben tatsächlich. Ich denke auch nicht, dass wir mit frischen Reifen an Hülkenberg vorbeigekommen wären. Wir sind raus. So, wer hat es denn noch erwischt? Nick de Vries, Oscar Piastri und Nico Hülkenberg auch. Ja, gut. Mehr war jetzt nicht drin auf jeden Fall. Die anderen fahren hier alle noch Q3. Leclerc im Moment am schnellsten. In beiden Läufen, beinahe hätte ich gesagt, der einzige mit einer 1,40, aber das stimmt nicht. Carlos Sainz in Lauf 1 auch mit einer 1,40. Der Rest alle 1,41 und langsamer, also die Ferraris scheinen hier wirklich guten Vorsprung auf den Rest des Feldes zu haben. Vielleicht haben die einfach nur ein cooles Setup oder so, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.